Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Let's Play FIFA 16. Heute im DFB-Pokal gegen Wolfsburg. Nachdem Wolfsburg, ja, kann man schon sagen, die Bremer jetzt am Samstag deklassiert haben mit einem 6:0. Wird es Zeit, dass wir jetzt mal Wolfsburg dezimieren. Und zwar im Pokal in der dritten Runde. Ja, natürlich, der macht das jetzt einfach. Zap, 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 da wird geil rumgemacht. erstmal habe ich mir überlegt, wir stellen die. wir benutzen eine andere Taktik. So, Deutsch ist heute echt nicht so mein Spezialgebiet. Aber wenn ich die Aufstellung finde, machen wir die Aufstellung auch. Ach, du blablabab. Wo ist sie denn jetzt? Nee. Hä? Bin ich jetzt bescheuert? Ja, Chili, du bist bescheuert. Da, so lassen wir spielen. Und zwar denke ich, dass Johansson viel effektiver wird dadurch, wenn er mitspielt. Jetzt Tonali lassen wir so, Bartz lassen wir so und hinten Bargfrede. Genau, so lassen wir den Spaß erstmal so. Wir machen erstmal auf Ja. Und jetzt mache ich noch was ganz Kurioses. Was ganz, ganz Kurioses. Was macht er denn? Was macht er denn? Wir spielen in Blau. Nein, Spaß. Ich werde jetzt erstmal den Tonali raustun für Garcia und werde groß reinhauen für Bargfrede. Und Bartels werde ich erstmal spielen lassen. Genau, so lassen wir das jetzt mal. Nee, gar nicht wahr. Wir machen noch den Galvez raus für den. Wo ist er? Lukimia. Da hauen wir den mal rein, genau. Und wir holen uns auch mal Busch rein als Rechtsverteidiger für Lorenzen. Nee, Grilic. Weil wir brauchen ja 100% noch einen Stürmer, so wie Uca und Johansson aussehen, brauchen wir auf jeden Fall noch einen Stürmer. Von daher würde ich jetzt einfach mal sagen, wir fangen jetzt mal ganz geschmeidig an, im DFB-Pokal in der dritten Runde Wolfsburg rauszuhauen. Hebergold. Na, was müssen wir beim Hebergold machen? Ah, das kann ich. Wer kann es nicht? Das war mal ein Heber von allerhöchster Basis. Der war knapp. Der war stark. Oh, ja, der Schuss war stark. Aber warum kommen die denn nicht? Naja, wir probieren es einfach mal im Spiel aus. Habt wahrscheinlich wieder wesentlich mehr zu lachen. So, Bremen gegen Wolfsburg im Waldstadion. Erstmal einen Schluck auf Push-Kaffee trinken, damit mich aufs Ziel treffe. Kaffee ist wie Zielwasser für mich. Ah, dann geht's los. Oh, Frankfurt haut Stuttgart raus, Hoffenheim haut Fürth raus, Hamburg Duisburg und den letzten habe ich leider nicht mehr gesehen. Schaut aber auch, das ging mal zu schnell. Dann würde ich behaupten, fangen wir einfach mal ganz locker flockig an. Stellen wieder auf hohen Druck. Weil damit sind wir eigentlich in letzter Zeit ganz gut gefahren. Und wir kommen mit Rückenwind. Nach dem 1:0 gegen Köln. Schöner Pass. Groß. Groß nach außen auf Bartels. Bartels hat viel Platz. Und? Ui, da ist das 1:0. Da ist das 1:0. Bäm. Johansson. Schön von Bartels durchgespielt. Wunderschöner Pass auf Johansson und klaboom, weil es so schön war, nochmal und ich bin ruhig. Boom, da ist das Tor, das frühe Tor, in der vierten Minute. Mal sehen, wie Wolfsburg das wegsteckt. Ich hoffe doch ziemlich schlecht. Ich will nämlich heute gewinnen, Oh, schade. Da hat Junosovic fast den Ball gekriegt. Dresch. Da ist Traxler auf Kruse. Jetzt ist aber Wolfsburg hier im Lauf gerade wieder. Aber, den kriegen sie noch. Traxler mit viel Platz. Lukimia geht raus und blockt Traxler zum Eckball. Schade. Eckball kommt von Virinha. Auf Traxler müssen wir auf jeden Fall aufpassen, genauso wie auf Kruse. Kruse dürfen wir nicht schießen lassen. Felix Groß lässt Naldo stehen oder Naldo mit der Grätsche. Oh,
Schlecht von Ucha. Caligiuri kriegt den Ball von Benaglio. Wir müssen aber gleich wieder drauf. Ah, schade. Groß. Ronaldo. Auf Rodriguez. Rodriguez für mich einer der besten Rechtsverteidiger der Bundesliga. Auch wenn sie sagen, Rodriguez. Aber wenn der spielt, ist halt echt top, was der spielt. Garcia. Kriegt er die Flanke rein? Garcia mit der Flanke. Und oh, Johansson. Schade. Setzt sich da schön durch gegen Dante. Schade, schade, schade. Gleich wieder vorne drauf. Benaglio mit dem langen Abschlag. Westergaard. Die dänische Rakete. Ist ja leider ausgeschieden. Gegen Schweden. Dänemark schießt nicht Ibrahimovic raus. Ibrahimovic schießt Dänemark raus. Oder wie auch immer der Spruch ging, aber er war fasziniert. Ibrahimovic. Das ist auch so ein Typ. Ich kann den Typ feiern, was der für Sprüche raushaut. Man nennt ihn auch Ibrahimovic, den Gott. So, jetzt mal wieder aufs Spiel. Caligiuri. Gebre Selassie geht früh drauf. Oh, da kommen sie durch. Wieder Caligiuri. Auf Draxler. Rodriguez. Oh, schöner Pass. Draxler. Was macht Draxler? Gegen Bartels. Oh, ui, Witwald hat ihn. Schön. Wieder Rapp raus, Selassie. Gleich weiter auf Groß. Junusovic. Junusovic auf Garcia. Garcia auf Ucha. Oh, Ucha. Ucha. Nein, lässt sich von Dante abkochen. War aber auch abseits. Schade. Schade, schade, schade. Ah, der hätte Pass früher kommen müssen. Mist. Dante langer Ball auf Draxler. Aber schön von Groß. So, bisher haben wir Wolfsburg doch echt gut im Griff. Bisher glaube ich noch keine Torchance von Wolfsburg. Und eine Chance von uns. Dresch gegen Johansson. Ah, schade, das setzt sich Dresch gut durch. Dresch. Caligiuri. Wieder Draxler am Ball auf Kruse. Oh, Witwald. Sag ja, Kruse und Draxler, da müssen wir echt aufpassen. Die dürfen wir echt dazu ziehen lassen. So, Junusovic auf Groß. Groß weiter auf Garcia. Garcia. Ach, schade. Das wäre ein schöner Pass. Garcia auf Johansson kriegt er leider nicht. Schade. Wieder Draxler am Ball. Draxler war ja jetzt gelb-rot gesperrt gegen Bremen. Was nicht wirklich aufgefallen ist. Oh, schön von Finn Bartels. Junusovic auf Lukimia. Lukimia auf Selassie. Oh, das gibt gelb. Das gibt gelb für Draxler. Oh, gut, auch gut. Oh, juhu. Nichts. Was? Nichts? Hallo. Guck dir das mal an. Das war ja eine Todesgrätsche, war das. Ey, ey, ey. Flanke von Finn Bartels. Auf Garcia. Schade. Ulises Garcia natürlich. Nicht Santiago. Aber schön von Benaglio. Ist schon rausgekommen. Lukimia. Und wieder Bartels. Egal wo der Ball ist, Bartels ist am Ball. Ucha. Wieder auf Selassie. Selassie gegen Dante. Ucha. Tor. Wow. Wunderschön. Wunderschön. Ja. Ja! Schön wieder von Selassie durchgesetzt. Schöner Pass. Dann auf Ucha und Ucha verwandelt. Benaglio chancenlos. Chancenlos. Da ist es 2-0 kurz vor der Pause, ja. Schön von Ucha. So muss das laufen. Oh, mal sehen, wie Wolfsburg das jetzt so verdaut alles. Ucha gegen Rodriguez. Ah, schade. Hat Rodriguez nochmal schön zurückgekämpft. Wieder der Ball auf Ucha. Ucha setzt sich durch. Oh, schön. Uff. Oh. Wenn das jetzt. Aber hey, Männers. Was macht der Schiedsrichter jetzt? Das muss gelb geben. Ja.
Naldo, der Kapitän, kriegt gelb. Das muss gelb sein. Also. So, Junosovic mit dem Freistoß. Und? Ah, komm, Junosovic, gerade nochmal. Komm, schade. Hui. Das war die erste Halbzeit. Pausenstand ist 2-0. Wer hätte es gedacht? Ich. Nein, Spaß. Jetzt gucken wir erstmal, wie es so steht. Ja, das habe ich ja fast gedacht. Deswegen Ucha raus, Pizarro rein. Wir geben jetzt Tonali nochmal die Chance für Bartels. Und lassen das erstmal so. Weiß jetzt nicht Johansson oder Selassie, wie wir auswechseln. Deswegen wir lassen das einfach mal so. Auf jeden Fall ist Ucha dann wieder, wahrscheinlich zum Wochenendspiel wieder fit. Und jetzt kommt Claudio, die Rakete, Pizarro. Oh, das war ein schlechter Pass von Junosovic. Oh, da ist jemand verletzt. Macht uns nix, macht uns nix. Ah, steht aber schon wieder. Oh, das war Virinha, oder verletzt im Boden. Ah, Witwald hält, passt auf, schön. Witwald auf Elstonali. Pizarro. Oh, Foul von Wolfsburg. Das habe ich jetzt gar nicht so richtig gesehen. Aber war auf jeden Fall gelb. War auf jeden Fall gelb. Ja, sehe ich genauso. Ich habe es zwar nicht gesehen, aber war gelb, es war gelb. Für Caligiuri. Mann, mecker nett. Schiedsrichterbeleidigung, gelb-rot. So, Lukimia auf Groß. Oh, Groß verliert den Ball gegen Kruse. Oh, Foul von Kruse. Oh, mehr Glück wie Verstand gehabt hier. So, Lukimia wieder auf Groß. Groß zurück auf Garcia. Vestergaard passt auf. Schön. Junosovic. Auf Pizarro. Ah, da wollte direkt schießen. Lukimia geht raus auf Kruse und holt sich den Ball. Schön. Unser nächstes Spiel ist gegen Frankfurt. In Frankfurt. So, Witwald spielt mit. Auf Garcia. Garcia auf Garcia. Na, das war nix. Ein Satz mit X. Das war wohl nix. So. Und wie gesagt, ich finde Ulises Garcia gar nicht so schlecht auf der Mittelfeldposition. Er ist zwar eigentlich gelernter linker Verteidiger. Komm. Boah, Selassie ganz stark. Vor Kruse. Und Groß schickt Pizarro. Pizarro nimmt Junosevic. Oh, schön. Schön auf Garcia raus. Ah, das war ein schlechter Pass von mir. Ah, scheiße. Es hätte 3-0 sein müssen eigentlich. Naja, weiter. Garcia wieder am Ball. Da wollte ich es zu kompliziert. So, Virinha mal durch gegen Garcia. Oh, Virinha. Da ist aber Garcia schön stehen. Komm schon. Oh, jetzt aber aufpassen. Aufpassen. Oh, Pfosten. Der Schuss kam, glaube ich, von Draxler. Eieiei, das war jetzt... Jetzt müssen wir aber ein bisschen wieder hier aufpassen, was wir hier so treiben. Garcia, Johansson, Junosovic schickt Pizarro, Öztunali mit dem Schuss, oh, Benaglio hält, schön. Es hätte ein bisschen schneller gehen müssen, Öztunali hätte direkt mitlaufen müssen, dann bleibt aber erst auch stehen, das ist schade. So, wir probieren es mal wieder mit dem Pass raus. Chill, das klappt doch nie. Ja, ich weiß, so eine Scheiße, aber ich probiere es trotzdem immer wieder. Was jetzt? Foul von Bremen, na dann. So. Wir werden jetzt mal nicht mehr auf hoher Druck, sondern auf Konter gehen, weil Wolfsburg, oh, schön. Garcia, nein, Benaglio hält. Nein. Oh, Mann. Schade. Ja, weil Wolfsburg muss jetzt raus. Und dann fällt es uns wahrscheinlich... Oh, leichter. Ja, da hatte ich schon auf Schluss gedrückt. Was soll ich jetzt sagen? Ja, genau. Wolfsburg muss raus. Von daher spielen wir lieber mal auf Konter. Ah, abseits. Brauche nicht hin.
Ach, lass doch weiterspielen, ich gehe doch gar nicht hin zum Ball. Ich gehe doch gar nicht hin zum Ball, das ist so unlustig. Ja, und von daher stellen wir jetzt einfach auf Konter, weil, so wie jetzt, wenn es gut läuft, genau, zapp. Ja, da passt Pizarro nicht auf. Da passt Pizarro nicht mit auf. Westergaard weit draußen. Oh, Naldo. Uff, Naldo kann sowas. Naldo kann schießen. Ja, weil vielleicht durch einen kleinen, aber leichten Konter, dass wir da vielleicht dann das entscheidende 3-0 machen. Ich meine, gut, klar, ist jetzt schon die 80. Minute, aber wenn es geht, warum nicht? So, Junuzovic. Schön, Junuzovic. Nein, da war zu weit. Oh, das ist... Oh, was macht ihr? Pizarro, was machst du? Bist du denn besoffen? Himmlarsch. Mann, warum läuft er vom Ball weg? Schön von Selassie aufgepasst. Das, ah, sowas verstehe ich nicht. Schön. Junuzovic. Garcia. Auf Junuzovic. So, Pizarro. Mann. Pizarro verletzt, zumindest liegt er verletzt am Boden. Das wär jetzt ganz schlecht. Weil Johansson ist fürs nächste Spiel echt kaputt. Müssen wir auf den jungen Lorenzen bauen. Komm schon. Oh, da ist es 2-1. Da ist, und das hätte das sein müssen, das hätte schon längst 3-0 stehen müssen. Mann, das ist so ärgerlich. Aber schön rausgespielt. Dante, schön auf Arnold. Und Arnold da mit einer extrem präzisen Flanke auf Dost war es, glaube ich. Würde ich jetzt behaupten. War es Dost? Ja, war es Dost. War ein schönes Tor. Also Respekt. So, jetzt darf halt bloß nichts mehr anbrennen. Schön. Santiago Garcia. Setzt sich da nicht durch. Ach, nee. Hör auf. Bietwald weg. Genau, schön. Komm, Pizarro. Jawohl. Da ist das Spiel zu Ende. Bremen gewinnt 2-1 gegen Wolfsburg. Ja. Ganz stark. Das heißt, willkommen in der nächsten Runde. Ja, mich ärgert das jetzt. Das Spiel hätte schon viel früher entschieden sein müssen. Echt. Wir hatten so viele Chancen. Jetzt dann auch nochmal, wo Pizarro wegläuft. Das ist ärgerlich und nervig zu 8. Klar's mal. Oh, Bayer gegen Borussia. Mönchengladbach in der Verlängerung. Schauen wir uns mal an, wie alles weiter ist. Hertha gewinnt 1-0 gegen Ingolstadt, ist weiter. Hamburg gegen Duisburg. Gut, klar, das hatte ich vorhin schon gesagt. Gladbach haut Leverkusen raus. Bremen haut Wolfsburg raus. Oh, Augsburg schlägt Dortmund im Elfmeterschießen und Köln schlägt Leipzig mit 4-1. Es ist auf jeden Fall interessant, was jetzt noch so passiert. Ja, und von daher verabschiede ich mich jetzt erstmal für die Folge. Wünsche euch einen schönen Abend und bis die Tage. Ciao.